Rund eine Woche nach dem Klartextanfall an ihre Fans hat sich Sarafina Wolny, 28, ungewohnt offen und redefreudig gezeigt. In einer Insta-Fragerunde kam die Tochter von Familienoberhaupt Silvia Wolny, 58, ins Plaudern. Eigentlich ist die stolze Dreifachmama dafür bekannt, immer und immer wieder die sich stark ähnelnden Fragen ihrer Fans zu beantworten. Diesmal zeigte sich die TV-Bekanntheit allerdings von einer ganz anderen Seite und beantwortete fast schon ungewöhnlichen Nachfragen aus ihrer Community. So wollte unter anderem ein unbekannter User wissen, was nun mit ihrem Hündchen Faser ist, der zuvor noch nicht mit in die Türkei reisen konnte. Er kommt nächste Woche zu uns. Er konnte noch nicht mitfliegen, musste geimpft werden, berichtete die Mama der 5 Monate alten Hob Silvia. Und auch Fragen zu ihrer Jüngsten, speziell zum Entwicklungsstand von Baby Hob, fanden den Weg in ihre Story. Sarafina Wolny offen und ehrlich wie selten zuvor. Seit wann kann Hob sich drehen? Wollte ein Fan von Sarafina wissen. Sie ist jetzt 4,5 Monate alt und hat sich vor 2 bis 3 Wochen das erste Mal vom Rücken auf den Bauch gedreht, lautete die stolze Antwort. Doch damit nicht genug. Auch zum abendlichen Ritual machte die Influencerin, die ihrer Community in der Vorwoche wegen eines Kommentars mächtig Feuer unter der Furt, Anmerkung. Die Redaktion, kölsches Wort für Hintern, gemacht hatte. Wir gehen hoch ins Zimmer, dann ziehen wir sie um mit einer frischen Pampers, dann wird noch Quatsch gemacht, legen sie ins Bett und machen Lalelu an. Ob sich die 28-Jährige auch in Zukunft weiterhin so wortgewandt zeigen wird, dürfte bezweifelt werden. Denn immer wieder äußert sich die Auswanderin eher schwammig zu den Anliegen ihrer Fans oder fixiert sich ohnehin nur auf das Bewerben der Produkte ihrer Kooperationspartner.